Ich dachte mir, ich möchte ein Eröffnungsstück machen. Und das waren jetzt so die ersten Skizzen. Das ist dann einfach total ohne Tonhöhe, teilweise auch beschrieben. Das Thema von der Hymne, ich habe geschrieben Hymne mit Leidenschaft, ist eigentlich schon das Grundthema. You know when you buy a Geneva instrument, you're buying quality. You're buying an instrument that has been gone through the minds of generational artisans within the factory. You get a lifetime guarantee with that instrument. We're so confident with the instruments that we give this lifetime guarantee that no other manufacturer in the world gives. I love, you know, how a brass instrument sounds. It's got a unique sound to me, and you know that's probably always favor. Klangrausch ist für mich, wenn ich in der Brassband dann sitze und also gerade hinter mir sitzen immer die Posaunen. Da kriegt man dann schon ein bisschen einen Rausch, wenn die dann mal richtig reinfüllen. Klangrausch ist eine Leidenschaft und eine Energie, die entsteht, wenn wir alle hier gemeinsam musizieren und das ganze Thema Brassband leben. Klangrausch ist aber auch, wie die ganze Sache ins Entstehen kommt, wie verschiedene Energien zusammengeführt werden, damit so etwas passieren kann, wie wir dann nachher im Konzert erleben werden. Sprich, wie entsteht ein Instrument, was für eine Leidenschaft ist notwendig, überhaupt so ein Instrument richtig gut zu bauen, sodass es zu unserer Musik passt. Leidenschaft ist ein Komponist, der versucht im Vorfeld zu fühlen, zu denken wie seine Band, um dieses Stück auf die Schultern dieser Band zu schreiben. Leidenschaft ist dann auch natürlich, wie der Dirigent versucht, die Musik zu vermitteln, dass sie auch so klingt, wie sie später klingen soll. Und Leidenschaft ist dann auch die Musiker natürlich schlussendlich, die versuchen genau das umzusetzen und erstmal wirklich dahin geführt werden müssen. Und wenn wir ganz viel Glück haben, entsteht am Schluss genau dieser Klangrausch, dass wir eigentlich an nichts anderes mehr denken, nur noch die Musik hören und einfach in unserer Welt sind. Und wenn die Band alle komplett da sitzen und es zum ersten Mal Luft geholt wird, das ist für mich der absolut beeindruckendste Moment, wenn man merkt, jetzt geht's los. In 1990, we decided to start to produce some instruments, repair instruments, and basically, really from there on, I decided that's what I want to do. I want to manufacture some musical instruments, because at that point, I thought I could make it better than anybody else. I think the secret is actually in the way that the instruments are machined, in the ways that the bells are spun, in the way that the bells are put together. You know, we're going back three and four generations of people in this factory who produce instruments. I think the happiest moment is when we check all the instruments on a weekly and a monthly basis, and we go down into our expedition department and see all the beautiful instruments laid out, you know, 20 or 30, 40 cornets, you know, all the euphoniums. I think that's when I'm the happiest, because I know that every single one of those instruments is going to work to its, you know, full capacity. The way we actually hammer, the way we put together is quite unique, which a lot of the manufacturing industry has gone away from. We're still extremely old-fashioned, but old-fashioned still works because we, you know, we're traditionalists, so we still are producing that special sound. Alle sind aus dem gleichen Grund hier, alle sind aus dem gleichen Grund verrückt, nämlich einfach Musik zu machen. Und gerade Brassband spielen, für mich als Schlagwerker, ist einfach immer fantastisch. Ich war einmal als Aushilfe in einer Probe und die haben sich nur mit Chorälen eingespielt und dann war es geschehen. Der Klang nimmt einen mit und lässt einen nicht mehr los. Wenn man in einem Brassband-Konzert sitzt und die Brassband macht auf, dann ist es so, und
ich finde, es gibt nichts anderes, das das irgendwie beschreiben könnte. So wie man hier musizieren kann, das kriegt man in Deutschland so kein zweites Mal, glaube ich. Es ist nicht nur musizieren, irgendein Instrument spielen, sondern es ist einfach, die Gruppe macht's aus. Da fährt man ja ewig lang zusammen weg. Und wenn man 2 Wochen zusammen unterwegs ist und auch so ganz viele Wochenenden spielt, dann ist das wie eine Familie einfach. Also das gehört zusammen. Und das stimmt wirklich. Also das ist schon ziemlich emotional dann auch, wenn dann was nicht geht oder wenn dann jemand geht oder jemand Neues kommt, dann ist man ein bisschen vorsichtig mit dem. Und wie in einer Familie dann quasi, ja. Das in Worte zu fassen ist gar nicht so leicht. Es ist wahrscheinlich dieser ganz eigene Klang, dieser extreme Teamgedanke, dass man so sehr wie in einem Team spielt, wie glaube ich selten im anderen Ensemble. Ich denke, das Stück, das zeigt, wie sich die Band entwickelt und wie die Band zusammengehört. Und genau, dass jeder hat seinen wichtigen Teil darin. Und das ist die Familie der 3WA. Die Basis, die trägt einen, das ist wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich wie Windsurfen oder so. Also man setzt sich einfach nur drauf und lässt sich mitnehmen. Die Brassband-Szene, die sind einfach, man könnte sagen, die sind alle ein bisschen verrückt. Es war mir ein Anliegen, etwas für diese Band zu komponieren, wo meiner Meinung nach auch das widerspiegelt, was ich spüre von ihnen. Diese Leidenschaft, dieses Verrücktsein, das habe ich versucht in einem Stück umzusetzen. Ohne Herzblut und ohne Leidenschaft kann man das gar nicht machen, also in dem Level nicht. We work with 3BA because we see the potential not only with the band, but also with the German brass band movement. And this is something that we feel that we've come in its infancy. We feel that we can grow greatly with the German brass band scene with 3BA. Wir haben ja eigentlich keine große Tradition in Deutschland. Die 3BA gibt es jetzt ca. 15 Jahre und die Gründer spielen teilweise noch mit. Ich glaube, die haben auch einen Stolz, dass jetzt die nächste Generation nachkommt und in diese Fußstapfen tritt und das bewältigen kann. There's a great hunger in Germany for this movement. So long may it continue. Klangrauschhaus ist die Verbindung von allem eigentlich. Das ist die logische Schlussfolgerung aus allen Überlegungen und Erlebnissen von der Bayerischen Brassband Akademie. Klangrauschhaus beinhaltet eigentlich sowohl unsere Heimat, die es einmal werden soll, wo wir uns richtig wohlfühlen und unsere Musik machen können. Klangrauschhaus beinhaltet die Instrumente, die fertig gebaut sind und ausprobiert werden können, gespielt werden können, genossen werden können. Klangrauschhaus bietet aber auch einfach am Schluss das Endprodukt, die Musik. Und so soll das auch verstanden werden. Viele, viele kleine Mosaiksteinchen, die zusammenführen. Und Bayerische Brassband Akademie, Klangrauschhaus, Geneva, Thomas Ludescher, alles gehört zusammen.
I'm a musician, but when it all comes down to it, you know, who's got a passion, you know, for musical instruments? So, you know, if you put your integrity into a product, you'll always overcome, you know, all the barriers. Meine Art zu dirigieren ist die Musik zu zeigen auch. Und das springt natürlich nochmal über auf die Musikerinnen und auf die Musiker und dann natürlich auch aufs Publikum.